Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Jo, Leute, ich habe lange nicht mehr gespielt, du. Und, joa. Ich habe jetzt vor, ein paar Aussichtspunkte hier zu holen. Ich hatte mir mal vor, eine Jagdfolge zu machen. Und das habe ich vor, in der nächsten Folge zu machen. Was ist da hin? Guten Tag, die Herren. Ich habe die falsche Taste. Du hast den gar keinen Ärger. Das war ein leichtes. Oh, wie sieht aus? Wir haben genug Kohle momentan. Genug. Schöne Landschaft hier, du. Wow. Das ist dich. Da sind noch mehr. Ich hab doch eh gedrückt. Mist dich. Scheiße. Von wo? Wow. Tschüss. Ja, Mann. Und der letzte, wo haben wir denn den guten Mann? Ja, Mann. So. Die Wölfe machen uns wieder Ärger, du. Der Wölfe. Los geht's. Hoch da und weiter und nochmal und los, Connor, du Sack. Los, gib Gas. Da oben ist auch eine Feder, oder? Das kommst du doch so, Connor. Connor, du. Ja, schafft er. Synchronisiert. Gibt's hier noch in der Nähe? Nö. Was haben wir da hin? Okay. Eine Speicher. Hier unten sind noch ein paar Aussichtspunkte. Wir haben ja vor zu Hauptmission zu gehen. Dann nehme ich die hier noch alle mal mit. Das. Ja, das reicht dann auch. Den und den. Nehme ich dann noch mit. Okay. Schließen.
gehe ich gleich mal, damit ich nicht irgendwo in die falsche Richtung laufe. Dann hole ich mir mein geliebtes Freundchen, das Pferd. Da ist es doch. Steig auf. Alter, steig doch mal auf, du Idiot. Hallo. Hallo. Willst du mal aufsteigen? Geht doch. Jetzt wächst du erstmal wieder auf die Pistole. Die Pistole. So. Ich gar nicht anzugehen. Man kommt, hier legt euch dann nämlich mit den falschen um. Ey, bist du dumm? Bist du bekloppt? Alter, ich sollte vielleicht mal die... Weg. Du legst dich nämlich mit den falschen an, mein Bester. Bester Mann. Hallo. Und hallo. Ich bin euch ewig dankbar, Sir. Ja. Ich muss jetzt die Brie. Ach so, ich musste. Das habe ich jetzt schon gemacht. Das habe ich schon erledigt. Okay. Very good work, man. Na, das sind hier. Hier kann man gucken, wo die ganzen Tiere so sind. Das sind Wölfe, Wölfe. Hier sind viele Tiere, schon da waren wir noch nicht. Jagdgebiet. Okay. Okay. Ah, oh, jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Zack. So, aber der tut uns nichts. Pferd. Überspringen und let's go zum letzten Aussicht. Was ist denn das hier, du? Spring! Das ist direkt über mir. Okay. Auf diesem riesen Baum. Das, ja. Das ist da oben. Oder? Ne. Komm ich noch woanders? Komm ich da hoch? Nein. Nein. Ich wollte da noch. Doch, hier kommt er hoch. Der gute. Boah, ich wollte. Connor. Ja, jetzt hat er es. Jetzt hat er es. Ein bisschen kompliziert. Da kannst du jetzt aber hoch. Genau. Jetzt. Da links. Ja, da. Nicht da.
runter mit Tor. Ja, jetzt hab ich. So. Da kommst du. Synchronisieren. Jetzt rum auf diesen Baum. Das Gebiet. Gibt's hier in der Nähe? Ah, hier gibt's noch einen Schatz. Den werde ich mir noch krallen und die Federn auch noch vielleicht. Ja. Wo ist denn hier der Heuhaufen? Ja, da ist er. Ah, ich wollte, ne? Wo ist denn jetzt? Ah, da ist mein Pferd. Da ist mein Pferd. Markieren. Zack, das. Steigen. Los geht's. Hier ist der auf dem Dach da oben. Steigen. Und da oben. Hier ist es. Oder besser gesagt, letztes. Da hinten noch. Da oben. Okay. Und hier in der Nähe ist auch noch ein Schatz. Ein Schatz. Los, geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch. Geht er hoch, Junge. Connor, was machst du denn für Sachen, du? Kommst du da hoch? Ja. Muss ich wahrscheinlich. Genau so muss ich es machen. Und dann zack. Hochziehen. Dahin. Holen. Und. Runter. Wehtun. Drauf. Und zum Schatz. Genau fährt. Jetzt folgt mir. Ach, der. Wo ist denn der Schatz, bitte? Wo ist der Schatz? Hä? Wo ist denn bitte der Schatz? Da oben, oder? Wo ist denn bitte der Schatz? Hallo? Hä, wo ist denn... Sind die dumm? Hier ist doch kein Schatz. Ist der unter... Ja, der ist, glaube ich, unter uns. Aber wie? Da ist eine Höhle. Das ist mittlerweile auch klar, aber... Wie komme ich da hin? Wie komme ich in diese Höhle? Das interessiert mich jetzt mal. Okay. Irgendwie muss ich in diese... zum Mondhöhleneingang. Weil höher gelegen kannst du sein. Da habe ich ja schon geguckt. Frage ist, wo ist dieser Höhleneingang? Hier irgendwo? Ne. Nö, du. Da ist er nicht. Hier irgendwo vielleicht. Naja, dann will ich mal zur Hauptmission weiterlaufen. Der ist hinten mir so weit entfernt. Ich kann das mal markieren, dann weiß ich. Ja, die ist da unten. Ja, die ist unter uns. Okay. Okay, dann kann ich so reisen. Ja gut, dann mache ich das jetzt mal. Eine Schnellreise. Ein bisschen was gemacht hier schon. Jetzt mache ich die Hauptmission weiter. Weil es gibt momentan nicht besonders viel zu tun hier. Sonst bin ich hierher gereist. Jetzt will ich nach Boston. Genau. Da bin ich eine Mission. In Boston gibt es ja auch nichts mehr zu tun hier. Auch nicht mehr. Also es gibt schon viel, ziemlich viel zu tun hier oben noch. Kann ich, oh, ich könnte auf dem Weg noch ein paar Leute befreien, du, hier zum Beispiel,
Oh, 900 Meter, du. Das ist nicht schon weit entfernt. Hier waren wir mit Haytham damals. Falsche Taste. Du recht. Wir reiten zu unseren Freunden, die wir befreien müssen. Briefe müssen wir auch überbringen. Es gibt so Artefakte, da habe ich nicht vor, alle zu finden, aber die meisten will ich finden. Das ist kein 100%, oder? Und ich weiß gar nicht, ob ich diesen Titel geschrieben habe, 100%. Leute, dass ich da dem das angerempelt habe oder ich angerempelt habe und so das dann verloren hat. Ja. Ich helfe dir, mein Bester. Ich helfe dir. Hier will er nicht. Muss ich hier rausreiten. Und über den Hügel. Und da wird er dann sein. Genau. Da vorne. Wir müssen erst nachspawnen. Da. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Bitte. Tschüss. Juhu. Geschafft. Und den dann hole ich mir noch auf dem Weg hier das hier. Pokal und den Schatz und was da noch so ist. Und dann ab zur Hauptmission, würde ich sagen. Bin. Im Pferd geht das ja alles ziemlich schnell. Ich weiß gar nicht, das sind doch Amerikaner. Das sind doch unsere Freunde, du. Ich weiß gar nicht. Die Amerikaner arbeiten niemals mit den Rotrücken zusammen. Never, man. Juhu. So, das erste haben wir. Das Artefakt. Da wir schon hier sind. Bitte. Jetzt bin ich wieder. Safe. Oh. Genau. Hab's. Genau, dankeschön. Und Schatz markieren und dann nehme ich noch den, das eine Artefakt damit und dann. So, okay. Okay, abgemacht ist. Das ist genau auf der anderen Seite. Dann gehe ich über die Häuser. Ich sehe auch Gespenster. Mein Bester.
Das ist schon auf dem Weg. 57. Da oben ist das, das was uns noch fehlte. Ich auch mal über die. Alter Connor, das schaffst du doch wohl. Ich gerade sagen. Connor. Das Ding ja wohl. So. Und mich das letzte Artefakt. Das ist ja jetzt wirklich nicht weit entfernt. Nehme ich auch noch so mit. Was macht der denn da? Kann ich den erschießen? Ich erschieße den, ich erschieße den. Bäh! Nur seine gerechte Strafe zufügen. Nix. Der Wahnsinnige läuft ungestraft durch unsere Straßen. Wow. Seid ihr bekloppt? Seid ihr bekloppt? Bam. Ich habe nichts getan, du. Ich habe nichts getan. Jetzt kann ich mich. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung und danke, weil die Gesundheit gesagt habt. Warte, ich reiße noch gerade den Brief ab. Oder was ist das hier? Ne, das hängen dann Briefe, wenn, falls ich gesucht werde. So. Ab hoch. Zack, zack und zack und hoch und hoch und hoch und... Ach, das ist schon weg? Geh doch da hoch, du Idiot! Jetzt ist es weg. Na toll. Vielleicht bekomme ich sogar noch. Ja, ich habe sogar noch bekommen. Geil. Lol. Wie hab ich denn das bitte hingekriegt? Zack. Geile Szene. Und hoch. Und ab zur Hauptmission. Dann fange ich die in dieser Folge noch an und. Let's go. Guten Tag, Jungs. Grüß dich, mein Freund. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Mehr kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen. Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffins Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Und heute Nacht sind wir alle Sieger. Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's?
Stimmt. Ja, und wie das weitergeht, das sehen wir in der nächsten. Na gut, Boston. Mist, mehr Wachen. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed 3. Bis dahin, ciao, ciao.